Oh, oh, good. Get up, meet me. Ich bin ganz froh. Ihr merkt übrigens, ich schwitze. Aber das ist völlig normal, ich bin Schwitzer. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen zu einem wunderbaren Punkt. Und zwar kommen wir jetzt zum ersten internationalen Biathlon-Straßen-Ski-Asphalt-Skirennen. Sehe eure wahnsinnige Begeisterung. Ja, wunderbar, dafür müssen wir einen Fahnenaufzug machen, Streifenhörnchen, kannst du mir verhelfen? Ja, es ist hintergründig angelegt. Hintergründig, wie heißt du? Dieter. Dieter, sehr gut. Dieter, du musst die Leute bei der Stange halten. Meine Gott, ich spiele jetzt eine wunderbare Melodie. Dir klebt da was. Die Clara, ja klar klebt die, ist ja logisch. Du kannst einfach im Rhythmus der Musik diese Fahne nach oben machen. Ist das okay? Ja. Aber vorher möchte ich euch noch eine wahnsinnig schöne Angabe machen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber vorgestern hat Brüssel beschlossen, dass die EU nun einfach der Schweiz beitritt.
sehr, sehr viele erfreute Gesichter. Du bist eher entsetzt oder betest du? Es kann Ihnen hier auch die neue offizielle europäische Großschweißfahne zeigen. Das wäre die hier. Und deswegen, weil es zusammen besser geht, machen wir jetzt Musik und Dieter. Du wirst einfach quasi auf die Musik das in die Höhe machen. Achtung, und ihr alle könnt vielleicht einfach die Hand zum Herzen. Es wird wahnsinnig schön. Es wird schön. Ich bin begeistert. Sehr, sehr gut. Wunderbar. Jetzt ganz kurz hier. Achtung. Darf ich mal ganz kurz hier durch? Könntest du kannst hier stehen bleiben. Kannst du den Arm so hoch machen? Kannst du auch stehen bleiben und einfach den Arm so hoch machen? So. Für dieses internationale Ski-Abfahrts-Biathlon-Straßenrennen brauche ich zwei starke erwachsene Freiwillige. Komm, das ist sehr gut. Kommt her. Wunderbar. Wie heißt du? Gerhard. Andreas und Gerhard, Achtung, wir haben hier ein kleines Problem. Andreas, du bist der Gerhard. Gerhard, Andreas, einen Riesenapplaus für Andreas und Gerhard. Ich finde das ganz toll, dass ihr euch so spontan und schnell gemeldet. In der Schweiz hätte das 3 Stunden gedauert. Ja. Andreas, wo kommst du her? Nein! Du kommst aus wie? So schön! So, ich bin gleich wieder trocken. Sehr schön. Und was machst du beruflich? In der Medienbranche. In der Medienbranche? Das ist weitläufig. Und was genau? Ja. Machst du keine Rubellose? Schade, bist beim analogen Fernsehen. Bist du da Moderator oder hinter der Kamera? Ungefähr Moderator. Und aus welchem Fernsehen? Deine Stunde hat geschlafen! Nein, hier! Aus dem ORF! Aus irgendeinem privaten. Okay, naja, gut. Okay, wir haben hier einen aus dem privaten Medienbranche. Gerhard, was machst du? Du bist ein Student! Ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Ich denke, wir können mal raten, was er studieren tut. Ja, was studierst du? Ja, raten. Wer würde sagen, Wirtschaft? Ja. Jura? Nee, Jura würde ich sagen. Philosophie! Sein! Oder? Nicht! Ja, das ist auch ein Philosoph, der Hamlet! Oh, ich könnte dich philosophische Fragen fragen. Ich habe hier aus dem Faust 1 oder Faust 2. Oder? Ich denke also. Ja, die kennen das auch, die sind auch alle Studenten. Philosoph. Das ist eine sehr zukunftsträchtige Branche. Vielleicht tust du dich mit dem Privatfernsehen zusammen dann. Achtung, ich habe diese Rolle von euch sehr hintergründig angelegt. Keine Angst. Hier, Andreas, kannst du dich da mal in diesen Berg schälen? Ja. Dann erkennt man dich beim Fernsehen nicht wieder. Dann darf er weiterarbeiten. Sehr gut. Berg 1, hier philosophisch, das ist das Matterhorn. Ja, einfach da rein. Wunderbar. Ja, da, falsch rum. Ja, das wäre philosophisch der falsche Teil gewesen. Wunderbar. Ein Riesenapplaus für Matterhorn 1, Matterhorn 2. Es ist so, ich muss es vielleicht ganz kurz sagen. Das ist unsere traditionelle Kleidung in der Schweiz. Wir nennen das auch ein Bergkini. Sehr schön. Wir müssen kurz mal. Ja, diese Show ist zum Heulen. Es ist das Getränk, ist alle mal Bergezeit. Hast du jetzt gerade das Getränk hier? Der Papa hat es kaputt gemacht. Ah, das ist der Papa. Der verleugnet, dass er Papa ist. Ist das der philosophische Papa?
auch nicht. Wir brauchen ein Getränk hier. Wir brauchen ein Getränk. Hier haben wir noch nein. Wir haben hier, um Gottes Willen, haben wir hier ein bisschen Bier, dann beruhigen wir auch nicht. Ah, Wasser, sehr gut. So, wunderbar. Hier, ich mache einen Cocktail für dich. Ich mache einen Cocktail. Guck mal hier, einen Cocktail mit ganz vielen Lollis drin. Bin immer noch am Heulen. Darf ich mal kurz deine Tasche haben? Wie wär's mit dem Geschenk hier? Da drin hast du zum Beispiel, das ist hervorragend, hast du ein Notizbuch, das kannst du brauchen. Du kannst dich auch kämmen hier. Zum Beispiel hast du Kaugummi. Da. Auch nicht gut. Sie will es nicht. Ja, einfach weiter heulen oder mach den einfach hier rein, dann hört's auf. Pommes, guck mal von diesem sehr großzügigen Wiener Kind. Pommes. Auch nicht. Wem gehört dieses Kind? Ah, das ist dein Kind! Ach so, deswegen hast du Wasser gegeben. Aha. Guck, wer ist da? Es ist alles gut. Ja, ich kann es sonst vielleicht, damit es dir einfach nicht abhauen tut. Ja, kann ich das sonst kurz hier? Dadurch kannst du das mal da ranmachen. Ja, wir machen das, nur dass du nicht verloren. Oh, Entschuldigung. So. Papa, komm her. Ja. Da ist die Verbindung zum Kind. Ja. Auch nicht gut. Ich nehm's wieder weg. Es ist nicht gut. Es ist auch nicht gut. Geh du mal hin. Beruhig. Nimm deine Vaterpflichten. Nimm. Und es ist alles wieder gut. Es ist schön, einen Riesen. Okay. Oh, wir haben ein Problem. Liebe Technik. Ist jemand von der Technik hier? Kannst du mir Strom holen? Ja, das wäre sehr schön. Ja, jetzt haben wir hier nochmal, hast du eine Frage? Hast du keine Frage? Warte, wir machen das. Entschuldige, Wasserhörner, wir haben hier technische Probleme. Wir haben hier einige technische Probleme. Wir müssen dieses technische Problem für das Biathlonrennen aus dem Weg räumen. Ja. Wo ist die Mutter? Das ist die Mutter. Hier ist ein Kind. Nimm es! Mach das rein, dann hört's auf. Okay, meine lieben Berge. Wunderbar. Ich habe hier, wenn wir fast ein technisches Problem, bevor wir das technische Problem haben, danke Technik. Ich muss da nur ganz kurz. Berge, geh nach vorne, so dass es schön aussieht. So, wir haben hier ein kleines technisches Problem, aber das haben wir in Sekunden behoben. Es ist fast behoben. So, sehr gut. Okay, gut. Also, meine lieben Berge, wir müssen die Energie testen. Und zwar brauchen wir hier einen kleinen Bergtanz. Moment. Hey, wo gehst du hin? Ich bin auch nicht gegangen, als du gekommen bist. Heute ist blöd gelaufen. Ne? Wir machen nämlich hier wunderbar einen Bergtanz. Einen Bergtanz, der geht, ich mache ihn kurz vor. Hier geht so nach vorne. Ja. Er macht eine kleine Walzer-Pirouette. Nicht einfach als Berg. Ja. Und dann kommt ihr wieder zurück. Und dann ganz wichtig, philosophischen Abschluss. Einen kleinen Hüpfer am Schluss. Ja, und dann werde ich euch versprechen, dass diese Leute extremst ausrasten. Okay, wir machen das. Wenn wir jetzt hier nicht diese technischen Probleme hätten. Ja, okay.
Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. So, jetzt ist es so. Ich brauche natürlich für mein Rennen, ich habe ihn schon gesehen. Er ist wunderbar. Er sieht schön aus. Er freut sich extrem. Es ist toll. Er freut sich. Wie heißt du? Christian, einen Riesenapplaus für Christian! Das ist wunderbar. Christian, du hast nicht viel zu tun. Liebe Berge, könnt ihr euch da so im Hintergrund, kann ich da einfach da neben den anderen Matterhorn einstellen? Ja, kannst da bleiben, ist sehr gut. Christian, wo kommst du her? Aus Wien. Aus Wien, bist du extra hierher gekommen, mit mir Ski zu fahren? Das ist sehr schön. Was machst du beruflich? Techniker, das ist wunderbar. Christian, wir werden jetzt nämlich hier mit diesen Skiern ein Skirennen machen und mit dieser Armblasbrust werden wir diesen Ballon nachher abschießen. Bist du schon mal Ski gefahren, Christian? Sehr gute Voraussetzung. Ja, wunderbar. Geh da hier rein, vielleicht kannst du schon in anderen reingehen. Ja, da einfach reinschlüpfen. Sehr gut. Christian, das freut mich, dass du schon Ski gefahren bist. Hast du aber auch schon mal mit deiner Armblasbrust geschossen? Ja. Ich muss vielleicht ganz kurz sagen, das kriegen wir in der Schweiz mit ungefähr 3 Jahren, wenn wir zur Schule kommen. Und mit etwa 8 Jahren haben wir dann schillermäßig einen Scheißtest. Einen Schießtest. So, genau. Hat jetzt intellektuell nur ganz wenige mitgenommen. Ist aber auch nicht schlimm. Ihr könnt nachdenken. Technisch nachdenken. Hier, das ist eine Armblasbrust. Wir werden hier ein Rennen machen. Die Berge werden uns schieben. Ja, und du wirst mit diesen brutalen Pfeilen werden wir nachher diesen Ballon abschießen. Das ist ein spontaner. Ja, jetzt bist du aber noch nicht ganz klimamäßig richtig angezogen. Was hast du befürchtet? Christian, ich zeige, welches Matterhorn willst du haben? Matterhorn 1 oder ein philosophisches Matterhorn 2? Den Philosophen! Er nimmt das philosophische Matterhorn, macht euch bekannt. Matterhorn, Christian, Matterhorn. Du kannst dich jetzt hier hinstellen. Ich werde dir den Startstrich zeigen. Hier wäre der Startstrich. Du kannst dich hier hinstellen. Ich gebe dir noch die Stöcke, dass du das brauchst zum Skifahren. So. Und liebes Matterhorn, stell dir vor, er hätte wallendes, langes, blondes Haar. Und jetzt kannst du einmal, ohne sexistisch zu sein, hier. Na los, geh ran. Ja. Macht er aber philosophisch gerne, ja. Sehr gut. Und deine Position wäre so, in der Hocke. Genau. Und wir machen einen kleinen Testlauf. Und zwar kannst du ihn mal, hier haben wir die Mausefalle. Da geht's hier rum. Matterhorn 1, auch sehr genau gucken. Sehr genau gucken, Matterhorn 2. Nachher geht es hier rum. Und nachher geht es bis da nach hinten. Das wird enorm. Bis da nach hinten. Darum. Und dann geht es wieder hierhin, wo wir nachher schießen werden. Ist das klar? Es ist einfach. Matterhorn philosophisch, kannst du mal einen Testlauf mit Schieben machen? Euer Text wäre... Einen Text... Nein, hier am Arsch! Du musst jetzt nicht philosophisch was verändern! Einfach am Arsch, einfach mal kurz, ganz rudimentär und schieb ihn! Ja... Ja, ein bisschen schieben! Ja. Sehr gut. Wunderbar. Ja. Ich sehe, du hast dir das richtige Matterhorn geholt, Christian. Vielleicht kannst du dich wieder zurückschieben lassen. Dann komm einfach mal ganz langsam dafür. Es geht sehr, sehr gut. Wunderbar gemacht, Matterhorn. Wunderbar gemacht. Ihr könnt euch noch ein bisschen bekannt machen. Matterhorn 1, die schlagen wir. Ja, top. Okay. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird krass, es wird unglaublich. Ich muss jetzt auch noch in die Skiausrüstung reinkommen. Hier, Matterhorn 1, kannst dich schon hier in die Position begeben. Auch ich werde mich klimamäßig anpassen. Komm rüber, Berg. Komm rüber. So, alles klar. Wunderbar.
Wir haben's gleich. Aber ich brauche noch die Stöcke, mach dich ein bisschen warm hier. Ja, massier ihn. Das ist sehr gut. Ich muss mich hier noch präparieren. So. Liebe Leute, wir brauchen hier eure Unterstützung. Und zwar dieses Skirennen wird vielleicht das letzte Skirennen von Christian sein. Ja, sie kommen schon. Sehr gut. Und wenn wir jetzt fahren sollten, dann nehmt... Wir haben noch nicht angefangen! Nehmt ihr die Hände so und gebt nachher einen Rhythmus. Noch nicht jetzt, das könnt ihr euch merken, ja. Und nachher, wenn wir diese brutalen Pfeile schießen, alle zusammen... Und wenn wir treffen sollten, je nachdem, der zuerst trifft, hat gewonnen. Hast du das verstanden? Wenn wir treffen sollten, könnt ihr extrem ausrasten. Wenn wir nicht treffen, dann alle so. Bleibt alle mal. Also gut, alles klar. Okay, Matron 1, bist du bereit? Super. Bist du bereit? Okay, freilich. Es geht los. Dieter, alles klar. Okay. Also.